Sonntag, 17.45 Uhr und schon sind wir wieder pünktlich da mit TV Bayern Live und mit ziemlich heißen Bildern aus dem Freistaat. Wenn es nach den Playboy-Lesern geht, ist sie die schönste Frau des Jahres. Die Rede ist von der Regensburgerin Verena Stangl. Verena Stangl, 2014 war ihr Jahr. Die Playboy-Leser haben sie sogar zur Playmate des Jahres gekürt. Der Playboy war aber erst der Anfang. 2015, das verrät sie uns im Interview, soll noch besser werden. Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Kalender zu machen? Eigentlich durch meine Fans. Also ich habe ja eine Playmate-Fanseite sozusagen. Und dann dachte ich mir, ist das eigentlich so eine, weil mir dann immer mehr Leute geschrieben haben, ob ich mal einen Kalender machen würde. Dann dachte ich mir, ist das eine, ja, vielleicht eine ganz schöne Art, Danke zu sagen. Kennengelernt haben wir Verena schon vor ihrem Playboy-Erfolg. 2012 nämlich beim Miss Regensburg-Casting. Was machst du gezielt für den Aussehen? Ja, das mache ich. Also ich mache halt viel Sport zurzeit, weil ich möchte auch Sport studieren. Und deswegen bin ich halt ziemlich oft am Trainieren und ja, alles Mögliche in der Richtung. Und, aber ansonsten, ich schmink mich halt gern und style mich auch gern, aber sonst ist eigentlich nichts Besonderes. Wir haben uns das erste Mal kennengelernt bei der Miss Regensburg-Wahl. Kannst du dich daran genau. erinnern? Ja, noch dunkel. Ist es, was sagst du, ja, das ist ein Kapitel, ja, das habe ich jetzt gemacht, oder denkst du, oh, mein Gott, das hätte jetzt nicht jeden Schmarrn mitmachen müssen? Ach nee, ich bin eigentlich generell so ein Mensch, der gern Sachen ausprobiert, weil ich denke mir immer, wenn du Sachen nicht versuchst, dann weißt du auch nicht, wie es war und dann bereust du es auch vielleicht später. Deswegen, also ich finde es jetzt schon ein bisschen lustig im Nachhinein. Habe ja auch gar nichts erreicht, muss ich sagen, bei der Miss Regensburg-Wahl. Aber es war trotzdem einfach eine schöne Erfahrung und habe auch tolle Leute und weitere Kontakte dadurch geknüpft. Also habe ja auch dich kennengelernt zum Beispiel. Stimmt. Genau, also bereuen tue ich es nicht. In ihrem Kalender ist Verena ab sofort angezogen. Nackt gibt es nicht mehr. Hört man da etwa einen Imagewechsel? Ja, was heißt Imagewechsel? Es war halt für mich so, dass ich schon immer gesagt habe, also die Aktfotos sind echt eine Ausnahme für den Playboy, weil ich einfach finde, dass in dem Bereich das ja, hochwertigste Magazin ist. Und da war es quasi die Ausnahme, dass ich es für den mal mache. Oh my God. Verena Stangl, ein echtes Playmate aus Regensburg, das sicherlich auch 2015 viel von sich hören und vor allem sehen lassen wird. Und wir bleiben beim Augenschmaus und schauen uns Filme an, die in den bayerischen Kinos angelaufen sind. In Zeitgeist, da sind Eltern und Kinder total überfordert durch die modernen Medien. In The Loft will keiner der fünf Hauptdarsteller seine Geliebte umgebracht haben. Und natürlich starten wir erstmal mit dem Kinospektakel schlechthin. Werdet ihr mir folgen? Ein letztes Mal. Was für eine Frage. Natürlich werden sich Millionen Fans denken. Der Hobbit bekommt sein Abschlusskapitel und das wird episch. Denn der infernalische Kampf mit dem Drachen Smaug ist nur der Anfang. Die Schlacht der fünf Heere ist der Höhepunkt der ersten Trilogie. Er muss also mit den ersten beiden Filmen eine Einheit bilden, aber gleichzeitig auch alle sechs Filme zusammenführen. Das war uns immer sehr wichtig. Bilbo hat recht. Du siehst nicht, was aus dir geworden ist. Alles, was ich tat, habe ich für sie getan. Das ist aufregend, denn auf diesen Film kommt es an. Er bringt schließlich alles zusammen, was wir zuvor aufgebaut haben. Ihr habt es begonnen. Verzeiht mir, wenn ich es beende. Das ist das, was auch Tolkien beabsichtigte. Dass alle Figuren, die wir in den ersten beiden Teilen kennengelernt haben, auf das Schlachtfeld kommen. Und jeder hat ihre eigene Vorgeschichte. Der Film zeigt große Action, Heldentaten und auch Tragödien. Und er stellt damit alle Vorgängerfilme nicht nur visuell in den Schatten. Ich werde mich nicht verstecken, während andere für uns in die Schlacht ziehen! Das macht die Schlacht der fünf Heere tatsächlich zu einem würdigen Abschluss von Peter Jacksons Lebenswerk. Wir stecken alle da drin und wir schaffen es zusammen daraus. Weil wir Freunde sind.
Alle einverstanden? Seid ihr dabei? 5 verheiratete Männer und ein gemeinsames Apartment für ihre Affären und dunkelsten Fantasien. Das klang zumindest anfangs noch nach einer guten Idee. Überlegt euch, keine blöden Hotelrechnungen, keine verdächtigen Kreditkartenbuchungen. Das hier wäre unsere geheime Zuflucht. Hey, so einer bin ich nicht. Komm schon, Chris, wir sind Männer. Wir sind alle ein bisschen so. Eine mysteriöse Leiche später verwandelt sich die gute Idee jedoch in einen Albtraum. Und der Thriller The Loft nimmt Fahrt auf. Wer ist das? Hast du es den anderen schon gesagt? Das ist nicht wahr, oder? Weißt du, wer sie ist? Natürlich nicht, woher. Besser, wir rufen die Polizei. Denk doch mal an unsere Frauen. Da in dem Bett liegt eine Tote. Hiermit hat doch keiner von uns was zu tun, oder? Leute? Was bedeutet das? Das Schicksal wird uns vereinen. Ist also einer der 5 Schlüsselinhaber der Täter? Eine eifersüchtige Geliebte oder ein betrogener Mann? In Rückblenden offenbart der sehr konstruierte, aber doch große Spannung entwickelnde Thriller die ganzen Abgründe der Schicksalsgemeinschaft. Die Menschen, die man liebt, sind die einzigen, die einem wehtun können. Sie hat alles herausgefunden! Das verzeih ich dir nie. The Loft ist keine Neuerfindung des Genres und die Dialoge wirken oftmals etwas platt. Die perfide Konstellation des Thrillers sorgt dennoch über weite Strecken für gute Gänsehautunterhaltung. Meine Mom liest mein Facebook, meine E-Mails, meine Nachrichten. Sie verfolgt mich nur online. Beobachtet sie uns gerade? Nein. Schon der Trailer zum neuen Film von Juno-Regisseur Jason Reitman war außergewöhnlich. Er funktioniert ganz ohne Dialoge, nur durch die eingeblendeten Textnachrichten. Jetzt kommt sein ambitioniertes Generationsporträt #Zeitgeist in die Kinos. Okay, du hast jetzt restlos alles kontrolliert, was ich so im Internet gemacht habe, Mom. Ich bin jetzt sicher vor den Raubtieren. Schatz, ich tue das doch nur, damit dir nichts geschieht. Okay, zeig mir dein Handy. Für mich geht es im Film um Verbindungen und unser Bedürfnis danach, sich verbunden zu fühlen. Wir denken alle, wir wären durch das Internet so verbunden. Doch in Wahrheit ist es ein riesiges Hindernis für direkte Beziehungen mit Menschen. Ich schreibe einen schweren Test morgen. Ich gehe noch was lernen. Lernen? Du bist eklig, erst 15. Ich habe mit 15 nichts anderes gemacht. Ja, das glaube ich gern. Ich verteufle das Internet nicht. Ich finde, wir sollten uns vielmehr fragen, warum wir uns mit zwischenmenschlichen Beziehungen so schwer tun. Wir müssen darüber reden. Könnte eine Weile dauern. Die Thematik von #Zeitgeist ist hochaktuell und spannend. Doch leider will Reitman zu viel unterbringen, wie Selbstdarstellungsdrang, Anorexie, Nutzung illegaler Inhalte und Entfremdung. Statt sich auf weniger zu konzentrieren, tappt der Film damit leider oft in die Klischeefalle. Überall duftet es nach Weihnachten, vor allem wenn man in der Nähe eines Weihnachtsmarktes ist oder gar einen besucht. Unsere TV Bayern Live-Reporter haben ein paar Eindrücke für Sie mitgebracht. Und wir starten in Rosenheim mit der Daniela. Zahlreiche wunderschöne Christkindlmärkte laden hier in Südostoberbayern zum Verweilen, Genießen und Entdecken ein. Wir haben uns für den besonders schönen Markt in der Rosenheimer Innenstadt entschieden. Hier auf dem Max-Josefs-Platz kann man Weihnachten bereits förmlich riechen. In dieser ganz speziellen Atmosphäre, umrahmt von zahlreichen wunderschönen Altstadtgebäuden und Buden mit witzigen Figuren auf ihren Dächern, schmeckt der Glühwein dann auch gleich doppelt so gut. In diesem Sinne wünschen auch wir vom Regionalfernsehen Oberbayern allen Zuschauern von TV Bayern Live ein besinnliches und schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Das Einzige, was auch bei uns auf dem Schanzer Christkindlmarkt hier auf dem Theatervorplatz in der Ingolstädter Innenstadt noch fehlt, sind weiße Flocken. Ansonsten weht einem der Duft von Glühwein oder unserer berühmten Feuerzangenbowle um die Nase und macht schon jetzt Lust auf Weihnachten. Für die Süßen unter uns wartet hier eine ganze Süßigkeitenhütte, bei der man aus dem Schlemmen gar nicht mehr herauskommt. Aber es gibt auch deftige Schmankerl am Bratwurststand oder verschiedene Suppen in der Suppenküche. Das frisch ins himmlische Amt ernannte Ingolstädter Christkind Laura Langmeier wird auch noch öfter hier vorbeischauen. Zusätzlich wartet für die Kleinen das Junge Theater täglich mit einem besonderen Kinderprogramm auf. Wer also Weihnachtsstimmung auf der Schanze erleben möchte, der Christkindlmarkt hat seine Pforten noch bis zum 23. Dezember geöffnet. Auch in der bayerischen Landeshauptstadt sind Weihnachtsmärkte sehr beliebt. In und um München gibt es über 100 Christkindlmärkte. Einer der größten und ältesten ist dieser Weihnachtsmarkt hier auf dem Marienplatz.
Auf einer Fläche von 20.000 Quadratmetern stehen über 160 Buden und Kunsthandwerkstände. Rund um den riesigen Weihnachtsbaum tummeln sich sowohl Einheimische als auch Besucher aus aller Welt. Ich werde mir auch gleich einen heißen Glühwein gönnen und genieße noch die Atmosphäre hier. Und damit zurück ins Studio nach Augsburg. Jetzt machen wir eine ganz kurze Pause, liebe Zuschauer, und sind dann gleich wieder zurück mit den Nachrichten hier bei TV Bayern Live. An Weihnachten Gesundheit schenken. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Mit einem CW-Fotobuch verschenken Sie wahre Freude und verwandeln Ihre Geschichten in ein persönliches und ganz besonderes Geschenk. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Elisabeth, der Musical-Welterfolg, endlich wieder in München. Faszination und Mythos. Das erfolgreichste deutschsprachige Musical von Michael Kunze und Sylvester Levi. Elisabeth, die wahre Geschichte der Sissi. Von 26. März bis 7. Juni 2015 am Deutschen Theater München. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Fit bleiben bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Verschenken Sie an Ihre Lieben als besonderes Weihnachtsgeschenk den täglichen Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Knobi Vital, das gesunde Weihnachtsgeschenk mit einer hochgeschätzten Wirkung. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live. Das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Jeden Sonntag auf RTL um 17.45 Uhr. Totgeschüttelt und dennoch freigesprochen, warum ein Familienvater nicht ins Gefängnis muss. Pkw-Maut, Deutsch sprechen und der Umgang mit Asylbewerbern. Wir berichten vom CSU-Parteitag in Nürnberg. Außerdem extreme Wetterlagen und steigende Flüsse. Das zweite Passauer Hochwasserforum soll Hoffnung bringen. Das nenne ich mal Themenvielfalt. Pkw-Maut, Deutschstunden im heimischen Wohnzimmer, der Umgang mit Asylbewerbern generell oder auch der Länderfinanzausgleich und die kalte Progression. Themen gab es genug auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg. Zwei Tage lang beriet die Partei über ihren Zukunftskurs. Und der soll geschlossen nach vorne gehen. Der feierliche Empfang der Kanzlerin. Ein Lächeln für die Kameras und zuversichtliche Statements für die Zukunft. Horst Seehofer lädt zum Parteitag nach Nürnberg. 95% erklären, sie leben zufrieden oder sehr zufrieden in Bayern. Wir haben alle Wahlversprechen erfüllt. Und wir wissen genau, was wir jetzt im Jahr 2015, 2016 tun. Eine Zukunft, in die erst einmal er führen wird. Einen konkreten Nachfolger benennt Seehofer auch in Nürnberg nicht. Von Hahnenkampf trotzdem hier keine Spur.
Geeint demonstrieren sich Horst Seehofer, Markus Söder, Ilse Aigner und das Who is Who der CSU. Geeint vor allen Dingen aber auch mit der CDU. Ganz klare Worte da von Horst Seehofer an Angela Merkel. Man wolle gemeinsam eine weitere gute Zusammenarbeit anstreben. Doch trotz des insgesamt positiven Tenors fallen hier auch harte Töne, vor allen Dingen in Bezug auf die aktuelle Situation der Asylbewerber in Bayern. Denn diese eskalierte erst jüngst in Nürnberg. Pegida und Co. scheinen immer mehr zur Bedrohung zu werden. Erst in den vergangenen Tagen wurden in Worra bei Nürnberg drei Gebäude in Brand gesteckt. Eines davon mit rechtsextremen Parolen beschmiert. Alle drei Gebäude waren als Flüchtlingsunterkünfte vorgesehen. Der Fall in Worra und der Umgang mit den Asylbewerbern generell eines der Kernthemen auf dem Parteitag. Der Freistaat Bayern investiert über 1 Milliarde Euro am Ende, um die Unterkunft gerecht zu machen. Das ist ein Gebot der christlichen Nächstenliebe. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite können wir aber auch die Sprache des Gesetzes sprechen gegenüber denen, die das nicht akzeptieren wollen. Und da werden wir uns sehr engagiert einsetzen. Wir erwarten dieses Jahr über 3.500 Kinder ohne Eltern, die zu uns kommen. Die müssen wir integrieren, die müssen wir schnell integrieren, die müssen schnell die Sprache lernen und die müssen auch schnell in Ausbildung kommen. Einen klaren Kurs wolle man erarbeiten, fernab von Deutschstunden im heimischen Wohnzimmer. Ich bedauere es sehr, es ist eine unglückliche Formulierung, die in einem Entwurf gewesen ist, dass das alles die anderen positiven Ansätze, die mit aufgeführt wurden, dass da nicht darüber diskutiert worden ist und dass das alles überdeckt hat. Neben dem Umgang mit Asylbewerbern prägten dann aber auch andere Themen den Parteitag. So solle es laut Seehofer mit der CSU keine Steuererhöhungen geben. Im Gegenteil, die Partei arbeitet anscheinend sogar an der Abschaffung des Soli. Die Diskussion ist noch nicht ganz am Ende. Wir werden also heute mit Sicherheit noch kein konkretes Datum benennen wollen und können. Aber vollkommen klar ist, ich sehe eine Mehrheit, die sagt, nein, nein, wir können das nicht einfach in eine Steuer umwandeln, sondern den Menschen muss man deutlich machen, das muss auch irgendwann mal beendet sein. Wir haben ja noch andere Themen zum Thema Steuer, kalte Progression und Ähnliches. Dazu wird es sicherlich sehr viel konkreter werden. So zeigten sich die Politiker geeint in der Überzeugung, dass der Abbau der kalten Progression kommen werde. Einigkeit, mit der Seehofer die Stärke der CSU betonen will. Von einer Rückbesinnung auf konservativere Strukturen in Nürnberg keine Rede. Schließlich sei, so Seehofer, die CSU momentan gut aufgestellt und so solle es auch bleiben. Ein klares Signal für die Stärke der CSU gab es dann auch noch von Angela Merkel. Denn die Maut soll kommen, unter kleinem Vorbehalt. Brutale Gewalt, Erpressung, Drogen, Vergewaltigungsvorwürfe, sexuelle Nötigung, Nacktfotos von Minderjährigen. Die Palette von Straftaten und sozialen Abgründen im Menschenraubprozess vor dem Landgericht Hof ist erschreckend. Nur sein harter Schädel und glückliche Umstände haben dafür gesorgt, dass das zusammengeschlagene und verschleppte Opfer überhaupt noch am Leben ist. So heißt es in der Urteilsbegründung. Das Gericht hat hohe Haftstrafen gegen die Angeklagten verhängt. 7,5, 9,5, 10 und 11 Jahre müssen die 4 Angeklagten ins Gefängnis. Mit diesen Strafen bleibt der vorsitzende Richter nur unwesentlich unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Männer sind schuldig des erpresserischen Menschenraubes und der gefährlichen Körperverletzung. Die Kammer ist zur Überzeugung gelangt, dass ein minderschwerer Fall nicht vorliegt und ist auch der Argumentation der Angeklagten entgegengetreten. Mehrere Angeklagte seien nicht in den Tatplan, Geld zu erpressen, eingeweiht gewesen. Die Strafkammer geht in ihrer Urteilsbegründung von folgenden Geschehnissen im Dezember 2013 aus. Nach einer schlaflosen Nacht findet der 24-jährige Hofer Benjamin B. auf dem Handy seiner Freundin eine Nachricht, aus der hervorgeht, dass sie ihn wohl betrogen hat. B. weckt sie auf und schlägt sie brutal zusammen. Unter dem Eindruck der massiven Gewalt gesteht die junge Frau sexuelle Kontakte zu dem 46-jährigen Besitzer einer Hofer Kfz-Werkstatt. Er habe sie seit Jahren sexuell genötigt und auch nackt Fotos von ihr gemacht. Benjamin B. trommelt einige Bekannte zusammen. Sie stehen wie er in Verbindung mit der Original Gangster Brotherhood, einer mutmaßlichen Organisation ehemaliger und aktueller Gefängnisinsassen. Sie lassen eine andere junge Frau den Mechaniker aus einer Werkstatt locken, dann schlagen sie ihn mit einem Baseballschläger und einem Metallwerkzeug zusammen. Sie bedrohen ihn mit einer Schusswaffe, zerren ihn blutüberströmt in einen Transporter, verschleppen ihn nach Tschechien. Auf der Fahrt bedrohen die Täter ihr Opfer weiter. Sie nehmen ihm Wertgegenstände ab und versuchen, 10.000 Euro zu erpressen. Die massive Brutalität, mit der die Täter in diesem Fall vorgegangen sind, ist schon erschreckend. Fast noch erschreckender ist aber die Normalität dieser Gewalt. Als Richter Heim von den Angstzuständen des Opfers nach der Tat berichtet, huscht ein Lächeln über das Gesicht eines der Angeklagten. Und ein deutliches Zeichen dafür, dass die Selbstwahrnehmung der 4 als Rächer Gottes, wie es einer von ihnen genannt hat, nach wie vor ungebrochen ist, auch nach den langen Haftstrafen.
Der Fall wird wohl noch weitere Verfahren nach sich ziehen. Zum einen gegen den Lockvogel sowie gegen die verprügelte damalige Freundin wegen Beihilfe. Und zum anderen gegen den verschleppten Mechaniker wegen Nötigung. Und dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Mindestens einer der vier Verteidiger hat bereits angekündigt, Revision einlegen zu wollen. Und was Bayern sonst noch bewegt, sehen Sie jetzt in unserem Nachrichtenüberblick. Am Mittwochvormittag ist in einer Werkshalle der Firma Rode und Schwarz in Theisnach Säure ausgetreten. Es handelte sich dabei um die gefährliche Salpetersäure, die aber von den Mitarbeitern rechtzeitig verdünnt wurde. Nach derzeitigem Stand wurden nur zwei Angestellte vorsorglich ins nahegelegene Krankenhaus gebracht. Um 12 Uhr gab es Entwarnung. Es ist bereits der zweite Chemieunfall in diesem Jahr, der sich bei Rode und Schwarz ereignet hat. Freispruch. So lautete das Urteil gegen einen 34-jährigen Familienvater aus Schwandorf in der Oberpfalz. Der 34-Jährige soll sein 6 Wochen altes Baby zu Tode geschüttelt haben. Bei einer Obduktion wurden auch Rippenbrüche und Verletzungen am Kopf festgestellt. Für die Staatsanwaltschaft war dies ein klarer Fall. Das Kind sei heftig geschüttelt und zudem massiv gedrückt worden. Dem Baby sei förmlich das Leben herausgedrückt worden. Die Forderung? 6 Jahre Gefängnis. Doch das Gericht fand keine Beweise. Es könnte auch ein Unfall gewesen sein. Freispruch. Kann Passau vor Hochwasser geschützt werden? Kann das Wasser noch höher steigen als bei der verheerenden Flut im Sommer 2013? Was haben die Menschen aus der Katastrophe gelernt? Um diese und andere Fragen ging es in dieser Woche beim zweiten Passauer Hochwasserforum. Eines war im vollbesetzten Passauer Rathaussaal schnell klar. Es wird in Zukunft mehr extreme Wetterlagen geben, mehr Niederschläge. Für eine Stadt, die von 3 Flüssen umgeben ist, keine gute Nachricht. Aus der Katastrophe im Sommer 2013 aber hat man gelernt. Wir haben unsere Alarm- und Einsatzpläne fortgeschrieben, mit entsprechenden Verbesserungen bei der Warnung der Bevölkerung, mit einer Vereinbarung auch mit dem Wasserwirtschaftsamt, die künftig einen 2-Tage-Trend in den Hochwassernachrichtendienst mit einstellen werden. Trafoanlagen, Pumpstationen und Strom- und Wasserversorgung, alles wurde sicherer gemacht. Der Hochwasserschutz in 6 gefährdeten Gebieten ist machbar, so das Wasserwirtschaftsamt. Von Bund und Freistaat fordert die 3-Flüsse-Stadt ein verantwortungsvolles Staustufen- und Sedimentmanagement. Flutpolder am Inn und Donau würden helfen, werden aber wohl nicht so schnell realisiert. Für das Risikomanagement ist die Hilfsbereitschaft der Menschen von großer Bedeutung. Warum hat es in Passau so erfolgreich funktioniert? Vielleicht warum gab es es woanders nicht? Und in einem nächsten Schritt natürlich auch den Punkt zu gehen, wie kann aus Sicht des Krisenmanagements, des Katastrophenschutzes, dieses Instrument zielgerichtet eingesetzt werden. Vor allem die Stadt Passau muss Lehren ziehen, denn dass die 3 Flüsse wieder stark über die Ufer treten, ist durchaus wahrscheinlich. Das, was wir am Wochenende erlebt haben, ist, weiß Gott, kein Weihnachtswetter. Gestern gab es zum Beispiel in Nürnberg und Bamberg 11 Grad und in München 10. Schauen wir mal, ob es genauso mild durch die neue Woche geht. Hier ist das Wetter von Anna Gröbel. In der kommenden Nacht ziehen viele dichte Wolken über Bayern hinweg. Hier und dort fällt auch mal etwas Regen. Am ehesten wird es rund um die Donau und auch nördlich davon örtlich nass. Die Temperaturen sinken dabei auf 5 bis 1 Grad. Zum Starten die neue Woche gibt es dann recht durchwachsenes Wetter in Franken. Es halten sich viele Wolken. Am Vormittag fällt zeitweise Regen. Nachmittags gibt es dann örtlich auch mal ein paar Auflockerungen. Vielleicht kommt dann auch mal kurz die Sonne raus bei Höchstwerten zwischen 5 und 9 Grad. Der Wind weht dabei aus westlichen bis südwestlichen Richtungen. Er kommt mit Stärke 2 oder 3 daher. In der Oberpfalz wird es häufiger mal nass. Es wird ein recht durchwachsener Tag mit vielen dichten Wolken und zeitweiligem Regen bei Höchstwerten zwischen 6 und 8 Grad. Der Wind spielt nur eine untergeordnete Rolle. Er weht mit Stärke 1 oder maximal mit Stärke 3 und kommt dabei aus unterschiedlichen Richtungen daher. In Oberbayern ist es anfangs noch teilweise föhnig an den Alpen und somit wird es hier auch recht mild mit bis zu 10 Grad. Da kann sich anfangs auch noch kurz die Sonne zeigen. Doch im Tagesverlauf werden die Wolken von Altmühl und Donau her immer dichter und später müssen wir dann ab und zu auch mal mit etwas Regen rechnen. Richtung Alpen bleibt es aber meistens noch den ganzen Tag über trocken. Ja, und der Wind,
Der kommt mit Föhn natürlich aus südlichen, teilweise auch aus südwestlichen Richtungen. Allerdings schläft der Föhn im Tagesverlauf immer mehr ein. Er weht dabei mit Stärke 1 oder maximal mit Stärke 3. Also er ist generell recht schwach unterwegs. Auch am Dienstag geht es mit leicht unbeständigem Wetter weiter. Zeitweise scheint zwar die Sonne, aber es gibt gelegentlich auch noch etwas Regen. Die Temperaturen gehen dabei ein wenig zurück. Wir bekommen maximal 7 Grad. Aber richtiges Winterwetter ist weiterhin nicht zu sehen, denn ab Mittwoch, Donnerstag steigen die Temperaturen schon wieder an. Am Donnerstag gibt es dann sogar bis zu 11 Grad. Allerdings geht es ganz schön nass bei uns weiter. Gesundheit schenken. Rosaxan gibt uns die Kraft der Natur für aktive Bewegung und Lebensfreude. Aus Hagebutten, Brennnesseln und Teufelskralle. Rosaxan erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Rosaxan, damit Bewegung wieder Freude macht. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Mit einem CW-Fotobuch verschenken Sie wahre Freude und verwandeln Ihre Geschichten in ein persönliches und ganz besonderes Geschenk. Denn Geschichten erzählt man am besten mit CW. Mein CW-Fotobuch. Mein Leben. Elisabeth, der Musical-Welterfolg, endlich wieder in München. Faszination und Mythos. Das erfolgreichste deutschsprachige Musical von Michael Kunze und Silvester Levy. Ich tanze mit und mit wem ich tanze. Elisabeth, die wahre Geschichte der Sissi. Von 26. März bis 7. Juni 2015 am Deutschen Theater München. Verschenken Sie ein Jahr voller unvergesslicher Momente. Mein CW-Kalender. Fit bleiben bis ins hohe Alter mit Knobi Vital. Verschenken Sie an Ihre Lieben als besonderes Weihnachtsgeschenk den täglichen Schluck Gesundheit. Erhältlich in allen Apotheken und Reformhäusern. Knobi Vital, das gesunde Weihnachtsgeschenk mit einer hochgeschätzten Wirkung. Löwenbiere Sensationen. Wir berichten zwischen Politik und Boulevard. Dazu die Analysen unserer Korrespondenten, die dort zu Hause sind, wo es passiert. Wir berichten über die Themen der bayerischen Wirtschaft. TV Bayern Live, das heißt auch Sportsgeist und Partystimmung. Ganz Bayern in 60 Minuten. Jeden Sonntag auf RTL um 17.45 Uhr. Sobald auch nur das Wort Videoüberwachung ausgesprochen wird, schlagen die Datenschützer sofort Alarm. Auch wenn es um Kameras an Schulen geht. Dieses Thema ist so umstritten und genau deshalb haben wir uns auf den Weg gemacht zu zwei Gymnasien, die sich jeweils einmal für und einmal gegen Kameras entschieden haben. Ein schwer zu überblickendes und weitläufiges Gebäude. Genau das ist das Schiller-Gymnasium in Hof. Und genau deshalb wurden dort auch vor über 10 Jahren Kameras angebracht. 3 Stück, an jedem Eingang eine. Die Hinweisschilder sollen zusätzlich abschreckend auf eventuelle Störenfriede wirken. Direktor Rainer Schmidt will so den Überblick über das Gebäude bewahren. Der ausschlaggebende Grund für die Anschaffung war aber ein anderer. Bei der Entscheidung damals war ich noch nicht hier als Schulleiter, aber meine Vorgänger haben sich entschieden, als Folge der Amokläufe, die es in der Zeit gab. Als Teil des Sicherheitskonzepts wurden diese Kameras hier installiert. Normalerweise wird das Videomaterial nach 3 Tagen gelöscht. Liegt ein konkreter Verdacht für eine Straftat vor, wird das Material gesichtet. Berechtigt sind hierfür nur Hausmeister Stefan Herrmann und Direktor Rainer Schmidt. Hinter der Entscheidung der Schule, Kameras anzuschaffen, stehen nicht nur das Kollegium, sondern auch die Eltern.
Insgesamt die Privatsphäre der Schüler, auch der Lehrer, wird durch diese Außenkameras nach unserer Einschätzung nicht eingeschränkt. Auch seitens der Schüler haben wir nicht den Eindruck, dass die sich irgendwie in ihrer Freiheit beraubt fühlen, wenn sie hier in den Pausen mal ankommen. Die spielen hier Fußball, die toben hier rum, die machen ihren üblichen Blödsinn, den wir früher auch schon gemacht haben. Ich denke fast, das ist gar nicht in den Köpfen da und belastet hier niemanden. Ob Kameras belastend auf die Schüler wirken könnten, diese Frage stellt sich die Direktorin Ulrike Endres vom Kaspar-Fischer-Gymnasium in Kulmbach gar nicht erst. Sie sagt ganz klar Nein zu Kameras. Auch die Aussage, Kameras könnten einen Amoklauf vereiteln, ist für sie nicht nachvollziehbar. Wenn ich mir überlege, Columbine, dieser erste große Amoklauf in Littleton, da war die Schule lückenlos videoüberwacht. Es gibt Videoaufnahmen, wie die Schüler hineingehen, wie sie dann letzten Endes ihre Mitschüler töten und sich selbst. Also das hat die Täter offensichtlich nicht abgehalten. Vielleicht hat es sie sogar inspiriert, denn sie wollten ihren Selbstmord und ihre Tat öffentlich demonstrieren. Vertrauen und ein respektvoller Umgang stehen für die Direktorin und das Kollegium an erster Stelle. Und auch die Elternbeiratsvorsitzende Nicole Putschki sieht in einer Kameraüberwachung nicht die Lösung aller Probleme. Zum Beispiel Mobbing oder so und dasgleichen kann man durch Kameras auch nicht verhindern. Und ich meine Vandalismus, ich meine, die Kinder sind so ausgefuchst, dann umgehen sie die Kamera halt. Also meines Erachtens ist es mehr Anleitung für irgendwas, als dass man was gut macht. Stattdessen sollen soziale Projekte und Kunst die Schüler für Themen wie Vandalismus sensibilisieren. Eltern und Lehrer möchten in den Schülern das Gefühl wecken, dass sie etwas Eigenes, Wertiges geschaffen haben. Und auf das passt man eher auf, als dass man es zerstört. Ein Bürgermeister teert seine Bürger. Franz Pestenhofer ist erster Bürgermeister der Gemeinde Reichenbach im Landkreis Cham. Und er muss sich seit dieser Woche mit einem Skandal befassen. Die Gemeinde hat nämlich unter seiner Führung mehrere Privatgrundstücke zu Straßen und Radwegen gemacht. Und das, wie es scheint, ohne die betroffenen Bürger zu informieren. Jetzt brodelt es da mächtig und der Bürgermeister muss aufpassen, dass ihn seine Bürger nicht wie im Mittelalter teeren und federn. In Reichenbach hängt der Segen schief. Sogar so schief, dass man hier wieder zu drastischen Strafen aus dem Mittelalter greift. Was tust denn du da? Du hau aber was ab, sonst teer und feder ich dich. Geteert und gefedert. Früher wurden damit Verbrecher am eigenen Leib für ihre Schandtaten bestraft. Nur die Reichenbacher treiben ein ganz anderes Spiel. Hier werden Privatgrundstücke wie dieses einfach von der Gemeinde geteert und so zur Straße. Gezahlt haben Reichenbach und sein Bürgermeister Franz Pestenhofer wohl nie dafür. Zwangsenteignung durch Teeren in Reichenbach, ein echter Skandal. Josef Schindler hat den Teerskandal selbst gespürt, denn ihm gehört auch das zugeteerte Grundstück. Seit 4 Jahren ginge der Zirkus jetzt schon, sagt uns Schindler. Neben viel Ärger sind auch die Ordner im Fall Teerskandal immer dicker geworden. Es ist nicht so, dass wir seelenruhig auf unseren Hintern gehockt sind und haben nichts getan gegen diese ganze Misere, sondern wir haben uns sehr wohl an die Gemeinde gewandt, an den Herrn Bürgermeister, um etwas zu erreichen, der uns auch versprochen hat, es wieder zu entfernen. Wir haben auch vorgeschlagen, eine Pacht von der Gemeinde zu verlangen, auf die es nicht eingegangen wurde. Schindler hat alle Hebel in Bewegung gesetzt, damit sein Grundstück wieder so wird, wie es war, nämlich ohne Teer. Er hat das Landratsamt eingeschaltet und sich an die Regierung der Oberpfalz gewandt. Aber alles hat bis jetzt nichts gebracht. Bestes Beispiel, der Kamer Landrat Franz Löffler wollte sich eigentlich am Montag ein Bild von der Lage machen. Nur das Treffen wurde kurzerhand abgesagt. Die Begründung, die Situation sei zu verfahren. Nur damit nicht genug, denn auch bei diesem Fahrradweg hier ist etwas faul. Dabei hat sich auch wiederum rausgeschaut durch einen Katasterauszug, den wir angeschaut haben, dass der größte Teil dieses Fahrradweges Privatgrundes. Und das der Herr Bürgermeister auch selber noch zugegeben hat, weil es ein Teil von unserer Wiese betrifft. Der Teerskandal scheint also kein Einzelfall zu sein. Grund genug für uns zu testen, ob das den Reichenbachern bei ihren Grundstücken gefallen würde. Ich sehe jetzt da so eine Fläche. Du kannst mir jetzt schon 2 Parkplätze hier vorstellen, was wir da machen könnten. Ich hab keinen Parkplatz, nicht hier, so ein Geräumzeug. Na, wolltest du dich verarschen oder was? Wir dokumentieren halt das jetzt ein bisschen hier in Reichenbach, was da noch alles zugeteert werden kann, weil das kann der Parkplatz werden bei einer.
Ja, wenn es die Frau, die aber der Grund gehört, zulässt, wird nichts dagegen. Auch wenn es Privatgrund ist, da wäre eine Aussichtsplattform, wenn wir da eine machen. Man sieht hier recht schön weit. Und das ist jetzt in Reichenbach ja üblich, dass man Privatgrund beteert. Weiß ich nicht. Damit sind wir am Ende vom Beitrag angekommen. Und ich muss feststellen, die Reichenbacher, die wehren sich gegen Franz Pestenhofer und seine Teermaschine. Aber der will sich gegenüber uns zu den Vorwürfen leider nicht äußern. Just take it slow. Arbeitsgemeinschaft, weil es nur zusammengeht. Behinderung, weil es ums Leben geht. Medien, weil es alle angeht. Die ABM, die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien e.V., bringt Menschen mit Handicap in die Medien, um wachzurütteln. Und bei mir ist der Geschäftsführer der ABM, Hermann Höbel. Grüß Gott. Guten Abend, Frau Pommes. Wie bringen Sie denn diese Themen in die Medien? Ja, also zunächst muss man mal sagen, dass die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien eigentlich eine ganz normale Fernsehredaktion ist. Aber wir haben uns natürlich eben spezialisiert auf Themen. Wir machen Filme, Fernsehformate für und über Menschen mit Behinderungen. Und um Ihre Frage vielleicht beantworten zu können, ausführlicher, lohnt sich da vielleicht auch noch mal ein Blick zurück, wann und wie ist die ABM entstanden. Die ABM gibt es schon seit über 30 Jahren, nämlich mit der Einführung des dualen Fernsehsystems in Deutschland, also der Einführung des Privatfernsehens, hat man auch die Idee gehabt, Bürgerfernsehen zu ermöglichen. Und was heißt das? Bestimmte gesellschaftliche Gruppen sollten eben über eigene Sendeplätze mal ihre Positionen, ihre Anliegen in die Medien bringen. Und mit Hilfe des Massenmediums Fernsehen ist das natürlich eine wunderbare Sache. Und damals wurde eben die Arbeitsgemeinschaft Behinderung und Medien gegründet. Und der Gründer, das war der Peter Radke, dem einen oder anderen Zuschauer mag der Name vielleicht ein Begriff sein, er ist ja Theaterschauspieler, Schriftsteller und Theaterregisseur. Er hat eigentlich damals schon, wo noch niemand von Inklusion oder sowas gesprochen hat, eine so einfache wie geniale Idee gehabt. Er hat gesagt, okay, er baut diese Redaktion und diese Sendeformate auf, aber unter der Bedingung, dass all diese Filme mal wirklich ganz aus der Position der Betroffenen geschildert werden müssen. Und ich denke mir, diesen dramaturgischen Ansatz, den verfolgen wir nach wie vor. Und ich denke mir, dass wir deshalb auch einfach sehr authentische Filme und Fernsehformate eben produzieren. Welche Formate sind das zum Beispiel? Wir haben unsere Filme, die wir selber machen, dann verschiedene Sendeplätze. Zwei davon sind bundesweit. Einer ist auf Kabel 1, also bei der Konkurrenz, der andere auf Sport 1. Aber wir haben eben auch auf München TV einen regionalen Sendeplatz. Da haben wir gerade ein paar Einspieler. Ah ja, richtig. Also das zeigt auch diese Einspieler vielleicht eben unser ganzes Spektrum. Ja, vom klassischen Dokumentarfilm, meistens Personenporträts, sehen wir hier eben eine politische Talkshow oder unser Hauptsendeformat ist eben die Reihe Normal, die wir bundesweit auf Sport 1 ausstrahlen. Hier ist der Trailer von einem Fernsehreisemagazin. Wir stellen also barrierefreie Ferienziele vor. Und ja, wir berichten über Sport, über Kultur. Das ganze Spektrum ist dabei. Es lohnt sich einfach mal einzuschalten und unsere Formate sich auch persönlich anzuschauen. Und wir schalten jetzt auch mal rein und schauen uns ein paar Ausschnitte an. Sie sehen eine gestikulierende Frau auf einem Flur rumfahren. Sie sehen Gäste, Zuhörer, Messeatmosphäre. Vom Inhalt aber werden Sie sehr wahrscheinlich nichts mitbekommen. Und das geht natürlich nicht. Das muss anders sein. Die Sendung muss zum Beispiel untertitelt sein. Deshalb zurück zum Anfang und nochmal von vorne. Einen schönen guten Tag von der Messe in München. Wir sind die Fußballer, wir schaffen das. Oder Leute? Wir fahren jetzt mit der ganzen Truppe, 44 Personen, der Lebenshilfe Dresden, nach Düsseldorf zu den Special Olympics, National Games. Das sind die Olympischen Spiele, die deutschen Olympischen Spiele für Menschen mit geistiger Behinderung. Dort versuchen wir natürlich so viel wie möglich Medaillen zu holen und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Es geht nach Irland, wie jedes Jahr. Unterkünfte sind gebucht, die meisten Anlaufstellen sind bekannt. Das gesamte Urlaubsprogramm steht schon seit Wochen, auch wie jedes Jahr. Und das muss auch so sein, denn Kilian ist Autist. Er hat das sogenannte Asperger-Syndrom. Alles kann ich nicht erkennen. Die Würde des Menschen ist unfassbar. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Okay. Signore, talk to me, please.
No, I'm not moving. You tell me how to get to Termini. I'm not moving. Ich glaube auch daran, dass es einen Sinn hat, eben in der Weise auf der Welt zu sein, wie man eben ist. Warum sollen wir sie wählen? Herr Ströbel, grüße Sie. Sie haben ja einen richtigen Genscher-Pullover an. Da kam ein anderer Junge, da bin ich auf ihn zugegangen und hat er immer wieder gefragt, kaputt, kaputt, kaputt. Und dann habe ich gedacht, dass das nicht kaputt ist. Aber so sind halt Menschen eben. Tja, so sind halt Menschen eben, hat der kleine Junge gerade gesagt. Herr Höbel, wir sind ja so modern. Wir leben im Jahr 2014. Alles ist drin, alles ist möglich, Hightech. Braucht es so eine Plattform noch? Ich denke mir unbedingt. Alles spricht ja von Inklusion. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, es ist mehr eine Idee bisher als Realität. Und man muss auch noch mal sagen, was heißt denn Inklusion? Inklusion ist ja eigentlich erst aufgekommen durch die Verabschiedung der UN-Charta vor einigen Jahren. Deutschland und 100 andere Nationen haben das unterschrieben. Und Inklusion heißt ja nichts anderes als wie selbstbestimmte, gleichberechtigte Teilhabe in allen gesellschaftlichen Bereichen für Menschen mit Behinderungen. Und um das zu ermöglichen, heißt es natürlich auch, eine Umwelt barrierefrei zu gestalten. Und da sind wir doch noch sehr weit entfernt. Denken Sie, der Herr Ministerpräsident hat ja vor kurzem einmal dieses Programm aufgelegt, Bayern barrierefrei in 2020, glaube ich. Er bekommt überall Gegenwind und die üblichen Bedenkenträger melden sich wieder, dass es nicht finanzierbar wäre. Ich kann das eigentlich nicht nachvollziehen. Und zwar einfach deshalb, ich habe sehr, sehr viel mit behinderten Menschen durch meine Filmarbeit mit denen gearbeitet, zu tun gehabt. Ich kann sagen, viele von ihnen sind Freunde geworden. Und da denke ich mir dann immer, welche Kraft, welches Potenzial in diesen Menschen steckt, ja? Welche Kreativität. Also die Gesellschaft, die normale Gesellschaft, wäre ja wahnsinnig dumm und ungeschickt, wenn sie nicht in Barrierefreiheit investieren würde. Und ich denke mir, die ABM ist einfach Sprachrohr für Menschen mit Behinderungen. Und das wird es wohl einige Zeit noch bleiben. Und ich bin jetzt einmal ganz unbescheiden und sage, ich weiß auch von dem Feedback unserer Zuschauer, dass unsere Sendungen inzwischen längst zu einem ganz, ganz wichtigen Stück Lebensqualität von denen geworden sind. Und insofern glaube ich, dass unsere Formate nach wie vor noch eine Zeit lang notwendig sein werden. Ich finde es toll, dass Sie so eine Arbeit leisten. Vielen, vielen Dank, Herr Höbel. Danke Ihnen. So, jetzt machen wir weiter mit dem nächsten Beitrag, oder? Okay. Zu Hause im Kreise der liebsten Familienmitglieder, bei einem Festtagsbraten und mit Geschenken unterm Christbaum. So feiert der Durchschnittsdeutsche Heiligabend. Aber wie wäre es einmal, das Weihnachtsfest unter Palmen zu erleben? Vor allem Alleinstehende zieht es an den kalten Tagen in wärmere Gefilde. Aber auch immer mehr Familien mit Kindern leisten sich Kreuzfahrten in die Karibik. Heute in unserem Weihnachts-ABC der Buchstabe U wie Urlaub an Weihnachten. Wer Heiligabend oder Silvester nicht zu Hause verbringen will, der muss sich sputen. Denn Flüge in die Sonne sind heiß begehrt. Studien zufolge steht 19% der Deutschen eher der Sinn nach Cocktails unter Palmen an Weihnachten, anstatt Glühwein und Plätzchen. Fernreisen zur Weihnachtszeit sind auch im Reisebüro in der Ingolstädter Innenstadt gefragt. Sehr gefragt sind dieses Jahr Karibik-Kreuzfahrten für die ganze Familie in den Weihnachtsferien oder es einen schönen Badeurlaub, natürlich weiter weg in wärmere Gefilde, das heißt, nehmen wir zum Beispiel Thailand. Durchaus auch eine Städtereise, ich meine, wir wissen ganz genau über Weihnachten, Silvester, New York, Times Square, ist schon eine Reise wert. Sicher ist schon jetzt, auch 2014 ist Deutschland das mit Abstand beliebteste Reiseziel der Bundesbürger. Trotz Sonnengarantie, Traumstränden und Meerblick plant beinahe jeder Vierte seinen Urlaub im eigenen Land. Dicht gefolgt von Badeurlauben in Spanien, der Türkei und Asienreisen. Doch ist Verreisen an Weihnachten bei uns in der Region verbreitet? Nee, zu Hause. Warum? Weil ich mit der Familie einfach daheim sein will. Weil es am schönsten ist, Weihnachten zu feiern. Weihnachten zu Hause, aber dann im neuen Jahr fahren wir dann weg. Ja, in Urlaub schon, aber nicht Weihnachten. Weihnachten möchte ich zu Hause feiern. Nein, bis jetzt immer daheim, weil ich einen Beruf gehabt habe als Mesner. Und da muss man Weihnachten daheim sein.
Mei, wo würde ich denn gern hinfliegen? Es müsste ganz was Exotisches sein. So ungefähr wie Weihnachten unter Palmen. Ja, dann nach New York. Wenn, dann in die Berge wahrscheinlich, ja. Wir fahren gern in die Dominikanische Republik. Aber Geld reicht nicht immer, sonst würden wir öfters fahren. Eines ist sonnenklar. Zur Weihnachtszeit in den Ferien wird natürlich auch der Geldbeutel strapaziert. Ob das jetzt Sommerferien, Herbstferien, Winterferien, sind die Preise immer erhöht. Aber es ist trotzdem sehr stark frequentiert. Ich meine, ist ja auch eine schöne Sache, wenn man nicht zu Hause bleiben möchte. Man ist ja sehr gut aufgehoben in den Hotels. Man braucht nicht kochen. Rundumversorgung. Durchaus eine schöne Sache. Und mal ehrlich, Geschenke machen sich unter Palmen sicherlich genauso gut. Außer bei Kreuzfahrten wird für Fernreisen zu anderen Kontinenten fast ausschließlich das Flugzeug gewählt. Ansonsten ist und bleibt das beliebteste Reiseverkehrsmittel der Deutschen das eigene Auto. Die Bahn und Fernbusse liefern sich an dritter und vierter Stelle seit Jahren einen Konkurrenzkampf. Egal, ob Bus, Bahn oder Auto, allen, die an Heiligabend Festflucht begehen, wünschen wir auf jeden Fall eine gute Reise. Kommen Sie erholt wieder. Jetzt ein ganz anderes Thema. Wer an Burnout leidet, ist emotional komplett erschöpft und die Leistungsfähigkeit ist stark eingeschränkt. Wer in Bildungseinrichtungen arbeitet, also zum Beispiel in Kindergärten, Schulen oder Hochschulen, ist schnell überbelastet. Bei der Veranstaltung Deutschland hat Zukunft hat der Aktionsrat Bildung zu mehr Unterstützung aufgerufen. Burnout im Bildungssystem. Der Aktionsrat Bildung appelliert an die Länder, flächendeckend Serviceeinrichtungen zur Gesundheitsförderung und zur Prävention psychischer Erkrankungen beim Bildungspersonal zu schaffen. Diese Notwendigkeit ergibt sich laut dem neuen Monitoring-Bericht aus einer Befragung von Vertretern aus Politik und Verwaltung der Länder. Ich glaube, es ist ganz wichtig zur Kenntnis zu nehmen, dass das pädagogische Personal im Bildungssystem schwersten Belastungen ausgesetzt ist, die sich häufig auswirken in dem, was wir als Burnout bezeichnen. Gut, das hängt natürlich auch ein bisschen vom Alter ab und das hängt vom Umfang der Belastung ab. Aber ich würde mal schon sagen, dass so im Schnitt so zwischen 10 und 20% der Lehrer unter diesen Symptomen leiden. Zum Teil ist aber gar nicht sich selber eingestehen, geschweige denn Vertrauenspersonen gegenüber bekunden. Keine der Regierungsparteien der neuen Länder, die an der Befragung teilgenommen haben, hat das Thema psychische Erkrankungen auf die politische Agenda gesetzt. Zwar gibt es ein breites Spektrum von Aktivitäten, aber noch keine begleitende Bewertung, um deren Wirksamkeit zu überprüfen und qualitativ weiterzuentwickeln. Das Fußballfieber in Deutschland ist ja nach dem WM-Sieg der Nationalmannschaft im vergangenen Sommer ungebrochen. Vor allem für die vielen, vielen Nachwuchskicker gibt es keinen größeren Traum, als selbst einmal Fußballprofi zu werden. Das schafft natürlich wohl nur eine Handvoll von ihnen. Aber in einem knappen halben Jahr steigt in Landshut ein Event, bei dem sich die kleinen Fußballer aus Bayern einmal selbst wie echte Stars fühlen dürfen. Für die U17-Jungs von der Spielvereinigung Grün-Weiß-Deggendorf dreht sich alles um Fußball. Und deshalb ist es für sie quasi selbstverständlich, vom 4. bis 7. Juni 2015 an der sogenannten Fußballjade in Landshut teilzunehmen. Ja, wir waren natürlich begeistert, wenn wir gehört haben, dass der BFV so ein riesengroßes Turnier ausrichtet. Wie gesagt, das ist im Endeffekt das größte Amateur- und Jugendfußballereignis in Bayern. Wir haben eine Anfrage gekriegt und natürlich haben wir mit den Jungs gesprochen und haben gesagt, ja, das müssen wir dabei sein, weil die Burschen, die sind einfach geil aufs Kicken und vor allem ist es eine Art Weltmeisterschaftsmodus, ja, wo man sagt, okay, im Championships-Modus und da wenn wir einfach mitmachen, möchten wir das Ding auch gewinnen, ganz klar, wenn wir schon mitspielen. Ne? Ich habe gehört, dass das so aufbaut, das war ja Weltmeisterschaft und dass man da auf Kleinfeld spielt, also 6 gegen 6, ist natürlich ein anderer Modus zum normalen Saisonspiel. Und das macht natürlich vielleicht auch noch mehr Spaß. Der Spaß steht auch und wahrscheinlich sogar noch mehr für die Kicker vom TV Reisbach im Vordergrund. Denn im Gegensatz zu den Deggendorfern sind für sie, im Speziellen hier die U11-Jugendlichen, solche Großveranstaltungen absolutes Neuland. Dementsprechend groß ist schon jetzt die Begeisterung. Wir wollen natürlich einen Verein ordentlich präsentieren, TV Reisbach. Müssen wir natürlich schauen, wie die E-Jugend dann dort mitspielt. Und für die Jungs ist das natürlich ein Riesenabenteuer, dass die vor so vielen 100 Mannschaften und etlichen Zuschauern natürlich Fußball spielen dürfen.
Aber was ist die Fußballjade eigentlich genau? Der Bayerische Fußballverband hat dieses Event als Familienfest für den Amateurfußball ausgerufen. Für mich ist wichtig, dass das ein Fest des Amateurfußballs, des Breitenfußballs werden, weil das alle die große Freude, die wir mit dem Fußball erleben, auch raustragen, damit es ein deutliches Zeichen ist, dass Fußball eine jung gebliebene Sportart ist, die auch in den nächsten Jahren die Anziehungskraft bei unseren Buben und Mädchen nicht verlieren wird. Bereits im vergangenen Sommer erfolgte in der Landshuter Altstadt der symbolische Startschuss für die Vorbereitungen zu dieser außergewöhnlichen Veranstaltung. Und auch wenn es noch fast ein halbes Jahr hin ist bis zum Anpfiff, ist die Vorfreude in der niederbayerischen Bezirkshauptstadt schon förmlich zu spüren. Soviel ich weiß, hat die Vorbereitungen hervorragend. Das Grobkonzept, auch die Feinabstimmung stimmt schon relativ mit den ganzen Standorten und so weiter. Aber ich glaube, dass wir heute mal zumindest in der Öffentlichkeit einen guten Startschuss geben können und das Jahr noch nachjustieren. Und nächstes Jahr wird es ein Riesenevent in Landshut. Wir könnten eigentlich morgen starten. Und das ist auch, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man es nicht bis auf den letzten Termin alles zusammenkommen lässt. Hilfreich ist natürlich, dass die Landshuter, die Schiedsrichter, die Vereine unglaublich mithelfen. Und da tut man sich natürlich leicht. Ein enormer Vorteil für die Organisatoren ist dabei natürlich die große Erfahrung Landshuts, zum einen im Fußballbereich als Standort eines BFV-Nachwuchsleistungszentrums, zum anderen aber auch als Ausrichter vieler weiterer Großereignisse. Wir haben natürlich Landshut nicht ganz zu Unrecht und ohne Grund ausgewählt, weil wir wissen, dass sie als Turnfest ausrichten, dass die in Landshut die Landshuter Hochzeit alle vier Jahre austragen. Ein hervorragendes Fest, bei dem ich auch schon anwesend war und mich sehr wohl gefühlt habe. Und dadurch war natürlich bekannt, dass Landshut absolut die Top-Stadt ist, die in der Lage ist, so ein Event dann auch zu schultern. Ich denke schon auch, dass das auch für die ganzen Verantwortlichen also eine Riesenherausforderung sein wird. Wenn man sich vorstellt, was da nicht nur in Landshut, sondern im ganzen Landkreis los sein wird, wie viele Spiele das da stattfinden. Ich denke mal, das wird jetzt von der Organisation her schon eine riesen Herausforderung. Aber ich denke mal, da sind so viele Leute mit dabei, die da sehr, sehr viel Herzblut investieren. Da gehe ich mal zu 100% davon aus, dass das ein voller Erfolg wird. Neben den Turnieren in den jeweiligen Altersklassen von den F- bis zu den B-Junioren gibt es darüber hinaus ein breites Angebot quer durch den Fußball, zum Beispiel Torwandschießen, Geschwindigkeitsmessung und vieles mehr. Es sind viele Events geboten, Workshops werden angeboten mit Trainern. Ja, was man so hört, sollten ja Profitrainer auch vor Ort sein. Ja, natürlich für die Jungs auch super, wenn man sich mit dem einen oder anderen ein bisschen austauschen könnte. Das Champions League-Finale wird ja übertragen. Ja, und vielleicht geht es uns dahin, dass wir sagen, okay, wir können da vor Ort auch übernachten in Landshut. Ja, war natürlich auch eine überragende Geschichte. Und natürlich, wie gesagt, wenn man mitspielt, will man auch gewinnen. Bisher sind 167 von den insgesamt 288 Startplätzen vergeben. Wenn wir jetzt Ihr Interesse geweckt haben und Sie auch mit Ihrem Verein teilnehmen wollen, weitere Infos gibt es unter der eingeblendeten Homepage. Und eins können wir Ihnen jetzt schon versprechen: Mitmachen lohnt sich. Eine Stunde TV Bayern Live ist fast schon wieder rum, liebe Zuschauer. Ich habe noch einen Hinweis für Sie. Achtung, ab dem kommenden Jahr, ab 2015, da senden wir immer samstags ab 17.45 Uhr eine Stunde live. Wir ändern also nicht die Uhrzeit, aber den Tag von Sonntag auf Samstag. Aber in diesem Jahr, da bleiben wir noch bei dem Sonntag. Ihnen jetzt noch einen schönen dritten Advent und einen guten Start in die neue Woche. Servus. Mehr Vorsorge für mich, heißt der neue Pluspunkt der Gesundheitskasse, und der dürfte für alle AOK-Versicherten Grund zur Freude sein. Ja, wieder ein Grund mehr, sich für die AOK zu entscheiden. Ich freue mich ganz besonders, dass wir unseren Versicherten jetzt ein Vorsorgepaket anbieten können. Wir stellen nämlich ab sofort jedem Versicherten 250 Euro für besondere Vorsorgeleistungen zur Verfügung. Im idyllisch-bayerischen Murnau haben wir nachgefragt, was die Versicherten selbst dazu sagen, dass sie künftig noch mehr Leistungen der AOK für sich in Anspruch nehmen können. Das finde ich gut. Das ist wieder mal ein Zeichen für die Innovationskraft der AOK. Ich bin ja erst vor relativ kurzer Zeit auf Empfehlung von einem guten Freund zur AOK gewechselt.
Da fühle ich mich als Versicherte bei der AOK Bayern zusätzlich gut aufgehoben und das alles ohne finanzielle Mehrbelastung. Das erweiterte Vorsorgepaket ergänzt die bestehenden Vorsorgeleistungen und umfasst insgesamt 8 Punkte. Ich bin mir ganz sicher, dass für jeden was dabei ist. Wir fangen an bei der Frauenvorsorge ab dem 25. Lebensjahr, gehen über die Partnerbegleitung bei der Geburtsvorbereitung oder das Hautscreening ab dem 18. Lebensjahr. Zusätzlich stellen wir noch Zuschüsse zu homöopathischen Arzneimitteln, der professionellen Zahnreinigung oder auch Reiseimpfungen zur Verfügung. Wir haben die neuen Leistungen den Versicherten gezeigt. Und tatsächlich, es ist für jeden etwas dabei. Ganz spontan die Brustkrebsvorsorge. Dann habe ich die Möglichkeit, mit wenig Aufwand eine gefährliche Krankheit ganz frühzeitig erkennen zu können. Das ist für mich eigentlich die Reiseimpfung, weil ich beruflich wie privat relativ oft im Ausland, auch im außereuropäischen Ausland unterwegs bin. Und ein guter Impfschutz ist da immer von Vorteil. Mich würde jetzt am meisten das Hautscreening interessieren, weil ich im Sommer gern und oft in der Sonne bin. Die Gynäkologin Dr. Andrea Teufel hält die erweiterte Vorsorge zum Thema Brustkrebs speziell bei Frauen ab 25 für wichtig. Gerade bei Brustkrebs und Unterleibskrebs sind die Wirksamkeiten der Vorsorgeuntersuchungen deutlich belegt. Auch Frauen um die 25, die ja in dieses intensivierte Vorsorgeprogramm der AOK jetzt aufgenommen worden sind, sind bereits laut Statistik ein Hauptrisikoträger für Gebärmutterhalskrebsvorstufen. Und ich halte von dieser neuen intensivierten Vorsorgeuntersuchung, die durch die AOK angeboten wird, extrem viel, dass wir die jungen Frauen damit ins Boot nehmen. Auf www.mehrvorsorgefuermich.de können Sie sich genau über das neue Vorsorgepaket informieren. Oder Sie fragen in der nächsten AOK-Geschäftsstelle danach. Passend zur Naturverbundenheit des bayerischen Preisträgers ein umgestaltetes Gewächshaus, das Eiserne Haus im Schlosspark Nymphenburg. Eine familiäre Veranstaltung der engagierten Drogeriemarktkette DM. Zum ersten Mal verleiht sie die Helferherzen. Eine echte Herzensangelegenheit für Erich Harsch, den Vorsitzenden der DM-Geschäftsführung. Bürgerliches Ehrenamt ist eine ganz wichtige Sache für die Gesellschaft. Und wir als DM, wir sehen uns als Wirtschaftsgemeinschaft dazu verpflichtet, dass wir eben auch was tun für die Gesellschaft und Mittel zur Verfügung stellen, damit diese Vorbilder der Gesellschaft ins Rampenlicht kommen, dass sich möglichst viele Menschen finden, die das nachahmen, die Selbstinitiativen machen oder mitmachen bei den bestehenden Initiativen, weil wenn je mehr Menschen dazu beitragen für eine bessere Welt von morgen, desto besser wird die Welt von morgen. Über 1000 Preisträger in der ganzen Bundesrepublik wurden so bereits in den vergangenen Wochen geehrt. Am Internationalen Tag des Ehrenamtes werden zusätzlich 13 nationale Preisträger ausgezeichnet. Ein ganz besonderer Augenblick für Thea Wolf und ihre Mitstreiter des Landsberger Vogelschutzbundes. Ja, das ist wunderbar. Es ist ein tolles Gefühl. Wir haben uns gefreut, also ich natürlich auch, aber die ganze Gruppe ist ja ein Preis für die Gruppe. Und es ist erhebend ein bisschen einfach auch, ja. Dass leise Töne große Wirkung haben, zeigt die musikalische Begleitung der Veranstaltung. Ganes, ein Südtiroler Trio, das ausschließlich auf Ladinisch, ihrem heimischen Dialekt, singt. Heimatverbunden, naturverbunden, engagiert. Thea Wolf und der Nachwuchs zeigen, wie wichtig das ist. Humorvoll unterstützen die Landesbundkinder bei der Veranstaltung das aktuelle Anliegen der Naturschützer: Blumenerde ohne Torf. Kleine Ideen, die Anerkennung verdienen. Thea Wolf erhält stellvertretend für den Vogelschutzbund die Helferherzenskulptur und 2000 Euro Preisgeld. Also Geld verachten wir auch nicht, weil es im Naturschutz ja lang nicht mehr so viel gibt, als das mal früher der Fall war. Und man hat immer Ausgaben. Dann ist man einfach froh, wenn man so einen Preis kriegt, der kommt dann wirklich willkommen. Sonst muss man halt von A zu B und noch irgendwo hin. Und das kostet ja wieder Zeit und Kraft und Anstrengung. Und so ist es natürlich toll, wenn man da so einen Geldpreis bekommt.
Der von DM gestiftete Preis ist mehr als ein kleines Dankeschön. Danke ist wichtig, aber ich glaube, die ganzen Ehrenamtler, die machen das nicht, damit Danke gesagt wird, sondern die machen das, weil sie einen Sinn sehen, weil sie einen Sinn in der Sache sehen, weil sie einen Sinn darin sehen, das so zu unterstützen, wie sie das tun. Und der Sinn ist sozusagen der erste Motivationstreiber und nicht das Danke. Ehrenamtliche Helfer machen die Welt ein bisschen besser.